Wie wunderbar, wenn wir Gott preisen und loben. Ich habe es auf dem Herzen, eine kleine Bibelstelle mit dir zu lesen. Die Geschichte von Paulus und Silas. Liebes Kind Gottes, die Botschaft, die du jetzt hörst, ist über dieses Thema, die Kraft des Lobpreises. Und darüber möchte ich gezielt mit dir reden. Deshalb hör gut zu, es wird sehr interessant. Paulus und Silas. Die beiden wurden ins Gefängnis geworfen. Und als sie dort, die beiden, im Gefängnis saßen, ja, taten sie etwas Erstaunliches. Es heißt in der Apostelgeschichte 16, ab den Vers 25, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas zu Gott und stimmten Lobgesänge an. Und die anderen Gefangenen hörten zu. Da gab es auf einmal ein starkes Erdbeben. Und die Grundmauer des Gefängnisses wankten. Unversehens öffneten sich alle Türen und alle Gefangenen fielen die Fesseln ab. Wunderbar, Kind Gottes, wenn man solche Botschaften liest von Männern, die unter Verfolgung litten. Ja, Paulus und Silas waren dort gefangen. Eine Zeit, ja, wir wissen, dass diese Zeit nicht schön ist. Dennoch kam etwas Übernatürliches, ein Wunder Gottes, in dieser Zelle. Lass mich eine kleine Geschichte erzählen. Die Geschichte bezeugt von der Kraft Gottes im Lobpreis. Wir waren auf einer Konferenz, ein riesiges Event, wo viele Jugend und viele Erwachsene waren. Eine gewaltige Zeit im Lobpreis und im Gebet. Und der neben mir saß, er hatte chronisch eine Krankheit von der Hüfte ab. Jahrelang war er krank und litt unter Schmerzen. Und als die Zeit kam und man spürte, wie der Geist Gottes und seine Kraft präsent war, ja, da hat er eine Berührung empfangen. Und auf einer Sekunde zur anderen wurde er von seiner chronischen Krankheit geheilt. Ja, er stand auf, er sah mich an und sagte, Bruder, ich hatte jahrelang Schmerzen von meiner Hüfte ab und das ging runter bis zu meinen Knien und ich konnte nie länger auf ein Stück stehen bleiben wie 10 Minuten. Er sagte, nun habe ich gespürt die Kraft. Und ich fragte ihn, Bruder, wie ist das möglich, wie ist das passiert? Er sagte, ich habe angefangen, trotz meinen Leidens und meinen Schmerz, Gott zu preisen. Und in diesem Augenblick überschattete ihn die Kraft Gottes und er wurde augenblicklich geheilt. Liebes Kind, liebe Kinder, das ist die Kraft des Lobpreises. Und genau das passt zu diesem Thema, zu Paulus und Silas, dort in ihrer Zelle. Ja, ihre Hände gefesselt, ihre Füße in einem Block. Die Situation war gegen sie, nicht für sie. Aber wenn Gott mit dir ist, wer und welche Krankheit, welche Sorge, welche Nöte, welche Probleme kann gegen dich sein, wenn Gott mit dir ist? Sicherlich war die Situation von Paulus und Silas nicht einfach. Es heißt, und man gab ihnen viele Schläge. Was ich dir jetzt sage, bitte hör doch gut zu. Es kommt aus meinem Herzen und es ist geführt vom Heiligen Geist. Jesus kommt. Ja, Jesus kommt bald. Und das weiß der Feind. Und die Bibel sagt, dass der Dieb kommt, zu stehlen, um zu schlachten und zu verderben. Ja, und genau darum weiß der Feind, dass er nicht viel Zeit hat, versucht er alles, damit uns das Leben schwer wird. Kind Gottes, Jesus ist mit dir. Fange an, in deiner Situation Gott zu preisen, ihn zu loben. Genau wie Paulus und Silas. Und um Mitternacht beteten sie zu Gott und stimmten Loblieder an.
Welche Zeit war das dort in dieser Zelle? Kannst du dir das bildlich vor Augen malen? Gefangen genommen? Die Füße ja in einem Block? Die Hände ja gefesselt? Aber dennoch Gott gelobt und gepriesen. Weißt du, dass wahrer Lobpreis nicht abhängig ist von deiner Situation? Wahrer Lobpreis ist nicht abhängig von dem, was gerade in der Welt los ist. Nein, wahrer Lobpreis kommt vom Herzen. Egal, wie deine Situation aussieht. Wir leben in einer schwierigen und sehr bösen Zeit. Ja, das stimmt. Aber auch Paulus hatte eine schwierige Zeit. Eine Zeit der Verfolgung. Eine Zeit, die nicht für ihn war, sondern gegen ihn. Vielleicht bist auch du in deinem Leben gerade in einer Situation, wo du sagst, ja, es stimmt. Ich leide. Ich habe Schmerzen. Vielleicht bist du krank und hörst gerade diese Botschaft. Sei dir gewiss, dass die Kraft des Lobpreises auch deine Krankheit heilen kann, deine Fesseln lösen können und die Mauer einreißen lassen können. Weil im Lobpreis ist Kraft. Als Paulus anfing mit Silas, den Herrn zu preisen und für ihn zu singen, es heißt, und etwas Starkes kam, ein großes Erdbeben. Weißt du, was ein großes Erdbeben auslöst? Kraft. Dann sei dir gewiss, Kind Gottes, egal in welcher Zeit, egal in welcher Not, egal wie deine Situation gerade jetzt aussieht, wenn du heute anfängst, vom ganzem Herzen Gott zu preisen, ihn zu loben, dort ist Kraft. Dort kommt etwas Starkes, der Heilige Geist, und er öffnet neue Türen. Er befreit von jeder Kette, er löst von jedem Leid und er gibt Kraft, dass du jede Situation überwinden kannst. Glaub mir, Jesus lässt dich nie alleine. Selbst in einer inneren Zelle des Gefängnisses kam der Geist Gottes, kam die Kraft des Höchsten und er befreite. Deshalb möchte ich dir sagen, vertraue dem Herrn alle Dinge an. Sei gesegnet mit diesem Wort und sei gewiss, dass die Kraft deines Lobpreises Situationen verändern. Amen.